Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr. Und yep, wir machen heute weiter mit Folge Nummer 7 von Make Love, Fake Love. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, ob Antonia den einen oder anderen bösen Schlingel heute enttarnen wird. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Bevor es hier so richtig losgeht, ein fettes, fettes Dankeschön an dich. Ja, genau du. Brauchst jetzt hier nicht nach links oder rechts schauen. Ich meine genau dich. Vielen, vielen Dank für dein Abo, denn wir sind hier mittlerweile bei 46.000. Das heißt noch 4.000 Abonnenten bis zu meinem großen Ziel. Und ich danke wirklich jeden Einzelnen von euch. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. So, da gibt's noch jemanden, der möchte was sagen. Die Pflanze. Auch von ihr ein Dankeschön an alle Leute, die sich Sorgen machen. Denn yep, der obere Bereich sieht nicht unbedingt so gut aus, muss ich zugeben. Aber wenn man mal hier nach unten schauen würde, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 schöne, gesunde Blätter. Ihr geht's blendend. Und sie freut sich wirklich über jeden Kommentar. Deswegen auch Shoutout von ihr. Und yep, uns gibt es nur im Doppelpack. Nächste Woche ist sie nicht mehr da. Video in Schwarz-Weiß. Ich hoffe nicht. So, jetzt würde ich sagen, steigen wir ein und es geht da los, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, und zwar mit dem großen Showdown. Clint Eastwood, habe ich glaube ich schon mal gesagt, hätte es nicht besser inszenieren können. Auf der einen Seite Antonia und auf der anderen Seite die wilden Kerle. Und jetzt geht's darum, sie muss entscheiden, wer ist fake und wer ist real. Mit wem kann sie sich was vorstellen und bei wem denkt sie, dass der eventuell eine Freundin / Freund hat. Und damit holen wir den ersten Mann zu uns. Christian, bitte komm zu uns. Wir hatten bis jetzt einfach nicht so die Gespräche, die Intensität. Deswegen ist, glaube ich, Christian heute der erste Mann, den ich nach Hause schicke. Nach Hause schicke, hat sie gesagt. Yep, sie hat gesagt, nach Hause schicke. Und man muss ganz ehrlich sagen, also bisher haben die gar nicht miteinander irgendwie kommuniziert. Dieses Gespräch, was sie gerade führen, vor Zeugen, sind, glaube ich, die meisten Worte, die die jemals ausgetauscht haben. Und in diesen Worten sagt sie einfach nur, ja, das ist der erste Mann, den ich hier nach Hause schicken werde. Ja, da war gar nichts. Und ich glaube, die meisten von uns, das habe ich auch in den Kommentaren gesehen, vermuten, dass er hier, ich glaube, er ist Chris, der mit dem Freund ist. Ich bin mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher, dass er vergeben ist. Nee. Was? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich war mir so sicher, dass da auf jeden Fall jetzt der Kerl rauskommt, in einem entspannten Gang auf ihn zuläuft und die dann vor Antonia rummachen, dann zu Boden fallen, da weiter rummachen, verschiedene Rollen machen. Aber nein, die Tür bleibt einfach leer. Christian ist Single. Was? Und das war's für Christian. Und der sagt noch in einem Interview, ja, er hat irgendwie festgestellt, das ist nicht das richtige Format für ihn, so eine Frau kennenzulernen, möchte er nicht. Also er steht auch nicht auf Männer, so wie es die meisten hier gedacht haben. Marcel, komm zu uns bitte. Ich glaube, keiner kann sich sicher sein. Wir sind in der Mitte und irgendwann müssen alle Köpfe rollen. Also ich glaube, Marcel und ich, wir verstehen uns von Tag zu Tag besser. Sag mal so, jetzt macht das genau richtig. Von penetrant zum Tanz. Nein, auf jeden Fall hat er sich tatsächlich verbessert, weil er gemerkt hat, als er so 5 bis 7 Tage einfach hardcore sie genervt hat, fand sie nicht so gut. Und manche brauchen ein bisschen länger und dann hat er die Taktik irgendwie umgestellt und jetzt hat er so eine gewisse Arroganz und denkt, er wäre einer der Favoriten. Und ich weiß nicht, findet ihr den sympathisch? Meine Antwort, ich weiß nicht. Aber egal, es geht ja auch nicht um mich. Was sagt denn unsere Antonia? Ja, make love. Make love. Und dann, Leute, aufgepasst, passiert etwas sehr, sehr krasses, was es bei Make Love, Fake Love noch nie gab. Es kommt jemand Neues ins Haus und stellt sich dem großen Make Love, Fake Love Showdown. Oh, Susi. Komm zu uns bitte. Antonia, wo steht ihr gerade? Und dieser Blick, oh mein Gott, das ist einfach fantastisch. Und jetzt ist die Frage, wie läuft es gerade zwischen Susi und Antonia? Wenn man jetzt nur Susis Blick bewerten würde, 50-50, ganz zufrieden, scheint sie nicht zu sein. Aber auch hier, wie bei Marcel, geht es ja eigentlich nur um Antonias Sicht der Dinge. Und was sagt sie? Make love. Make love. Dennis. Make love.
Dachte ich, du küsst sie gerade. War aber ganz kurz davor. Und entweder Dennis noch einem MT und wusste nicht, den Abstand irgendwie zu Antonia richtig zu berechnen und ist einfach weitergelaufen. Oder es war ein bisschen Absicht dabei. Oder er wollte ihr auf die Stirn küssen. Also irgendwas hatte er davor und er wurde jetzt einfach gestört von Janine. Nico. Schmeckler. Angelo. Meklav oder Fekler? Meklav. Angelo, bleibst dabei. Jo, und die mochte den ja eigentlich und außerdem ist er der Sohn von David Hasselhoff. Glaubt sich vielleicht immer noch. Nein, Spaß. Ja, also den rauszuschmeißen sehe ich jetzt nicht. Klar, die hat jetzt doch keine richtige Bindung zu ihm, aber sie hat mehr mit ihm gesprochen als mit Chris. Und der nächste Mann ist Xander. Ob es für mich eng wird, kann ich jetzt nicht so sagen. Warum sollte es für ihn ansatzweise eng werden? Ja, sie versuchen es jetzt zu inszenieren und Jürgen spielt hier gerade die Musik live ein. Der steht hinter Janine in Dieter Bohlen-Pose an dem Keyboard und macht immer nur... Ja, und es wird hier mysteriös. Ja, aus Xander werde ich irgendwie immer noch nicht so ganz schlau. Natürlich ist es auch ein Mann, der mich stark interessiert, aber ich kann mir einfach noch nicht ganz vorstellen, dass er wirklich Single ist. Und jetzt stellt euch mal bitte vor, sie schmeißt ihn raus. Was haben wir dann für eine Show und die Würfel? Und ja, ich inszeniere Würfel, werden hier gerade neu geschüttelt und gerührt. Und ja, das wäre natürlich auch krass und eigentlich auch mit das Beste, was sie machen könnte. Das habe ich jetzt auch oft in den Kommentaren gelesen. Was geil wäre, wenn sie sich so ein bisschen unsicher ist und der ist ihr Favorit. Dann haben einige geschrieben, naja, perfekt, dann wählt sie ihn jetzt raus und nach der Show können die es dann richtig irgendwie starten. Wird das passieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, das, was sie gerade macht, ist so ein gewisser Selbstschutz. Sie will diesen Thunder, AC/DC Thunder, auf jeden Fall. Aber sie möchte gleichermaßen auch immer sagen, falls es doch die Möglichkeit gibt, dass er eben eine Freundin hat, wird sie danach immer sagen können, ja, ich war mir ja eh so unsicher. Aber das ist, glaube ich, nur Selbstschutz, weil sie sich so sehr wünscht, dass es nicht so ist und sie es auch glaubt, dass es nicht so ist, aber trotzdem die Angst hat, verletzt zu werden. Was ich auch verstehen kann, aber das ist eben das Prinzip von Make Love, Fake Love. Ich schwank bei ihm einfach extrem. Also es ändert sich wirklich fast stündlich. Make Love. Hast dich richtig entschieden. Hast dich richtig entschieden, ja. Und der hat auch so eine gewisse Arroganz wie Marcel. Und ja, hätte mich jetzt auch überkrass überrascht, wenn sie ihn rausgeschmissen hätte. Ich hätte es irgendwie lustig gefunden, aber hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Hallöchen. Also ich muss sagen, Tobi und ich, wir hatten wirklich ein schönes erstes Date im Whirlpool. Seitdem ist halt wirklich nicht so viel von ihm gekommen. Deswegen sage ich Fake Love. Boah. Bist du in einer Beziehung? 10 Jahre. Und ja, ich muss sagen, ich bin da komplett neutral. Überrascht mich das jetzt? Weiß ich nicht. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu ihm, weil man ihn auch kaum gesehen hat. Also ja, er hat eine Freundin und gut für Antonia, so schmeißt sie jetzt zumindest die erste Person bei diesem Showdown raus, die auch in einer Beziehung ist, was ja schon mal gut ist. Die Beziehungsleute müssen hier raus. Bist du happy, Tobi wieder bei dir zu haben? Ja, er hat sein Bestes gegeben, glaube ich. Ich wäre gern noch länger geblieben, weil ich gerade aufgetaut bin in der Gruppe und ja. Ich bin zufrieden, also. Und wie sie es hatet und sie kann ihren Freund gar nicht anschauen, weil sie so enttäuscht ist. Die denkt sich, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ein bisschen chillen, ich kann hier in der Sonne liegen, ein bisschen faulenzen, wir bekommen Cocktails. Kannst du dir nicht mal ein bisschen mehr Mühe geben? Ich meine, wir reden hier von Antonia. Ja, okay, vielleicht waren dir ihre Augenbrauen ein bisschen zu dick. Ja, du bist meine gewohnt, aber trotzdem, bisschen Tempo, Junge. Ja. Julian, du bist der Nächste. Ich glaube, wir hatten heute wirklich ein gutes Gespräch. Ich glaube, er ist jetzt wirklich ein bisschen wach geworden. So wach wie um 3 Uhr morgens im Swingerclub. Der Junge ist ready to rumble und das stimmt, die hatten in der letzten Folge ein sehr, sehr gutes Gespräch und sie hat ihn irgendwie so ein bisschen reanimiert. Er ist jetzt wieder im Game, wenn er es richtig anstellt. Make Love. Danke dir. Was passiert jetzt mit Okan? Komm bitte zu uns. Ich glaube, Okan weiß, dass ich ihn wirklich echt extrem in mein Herz geschlossen habe. Und Okan, an der Stelle, mach doch bitte mal so. Yep, das klingt auf jeden Fall nach einem Chor. Und ja, bei denen war es jetzt auch nicht so, dass das über irgendwas hinausging. Okan hat auch nicht alles gegeben. Der war zwar immer da, aber halt nur da und hat aus der Ferne vielleicht mal gewunken. Aber mehr Input hat er nicht reingelegt. So blöd, wie das klingt, aber echt beste Freunde werden könnten. Fake Love. Nein, Mann, bitte nicht. Okan, das heißt für dich, du musst die Villa heute Abend noch verlassen. Oh mein Gott.
Und Dennis ist völlig außer sich. Der denkt sich, mein Okan. Und wie süß. Das erste, was Okan gemacht hat, nachdem er Fake Love gehört hat, war zurückzugucken zu Dennis, wie er es aufnehmen wird. Und Dennis denkt sich einfach nur, oh nein, mein kleiner Löffel. Wie soll ich denn jetzt schlafen? Mein kleiner Löffel ist weg. Damit geht die Tür jetzt auf. Rita, seine Freundin. Oha, oha. Und wir wissen auch schon, wer sich gerade auf der anderen Seite freut. Lisa. Denn Gitta und Lisa haben sich ja beim letzten Mal so ein bisschen in die Haare bekommen. Mehr oder weniger. Ist ein bisschen dramatisiert jetzt gesagt. Und ja, da haben wir es auch schon irgendwie vermutet, dass die beiden ein Pärchen sind. Und ja, man muss hier sagen, für Antonia sehr, sehr gut gelaufen. Von 3 Leuten hat sie 2 rausgeschmissen mit Partnerinnen. Perfekt. Hi. Oh, das ist ganz, ganz toll. Oh, ich wünsche dir noch alles Gute. Dankeschön, euch auch. Man ist einfach nur froh, dass man sich halt wieder hat. Ja. Ja, und Okan kann noch gar nicht so richtig reden. Der schaut immer wieder zurück. Der steht zwar mit ihrem Arm und denkt sich so, Dennis, wo ist Dennis? Jürgen, ich habe hier gerade noch was aufgeschrieben. Kannst du das bitte Dennis geben? Ich habe heute beim Showdown von 3 Männern 2 mit Freundin nach Hause geschickt. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Quote. Ratatatata, und man muss sagen, sie hat fast komplett hier rasiert. Auf jeden Fall, die Männer sind geschockt. Und das bedeutet tatsächlich, dass auf der anderen Seite dann nur noch 2 Vergebene sind. Dominik und eben Lisa. Ihr 6 habt nach wie vor die Chance auf 50.000 Euro. Und natürlich die Chance, Antonia hier besser kennenzulernen. So, und alle Jungs, hör mal auf damit. Sag das nochmal mit dem Geld. 50.000 Euro, das ist schon eine Menge. Und die besten, die größten Chancen hat ganz klar Sanda. Oh, wer ist von denen vergeben, ey? Ey, also wenn bei euch eine Frau rauskommt, ja? Jeder von euch kriegt eine Ohrfeige, ich sag's euch. Und zu Recht, ich hoffe, sie macht da mal den Helikopter oder wenigstens den Gigi. Dann auf jeden Fall hier begründet. Und das, was hier gerade passiert ist, der Showdown, den bekommen eben auch die Vergebenen zu sehen. Und da sind tatsächlich eben nur noch Dominik und Lisa. Okay. Es schwankt bei ihm einfach extrem. Also es ändert sich wirklich fast stündlich. Also denkt er an mich. Deswegen Make Love oder Fake Love? Make Love. Hast dich richtig entschieden. Ich hatte schon eher gedacht, dass sie sich sehr sicher bei ihm ist. Ja, aber deswegen ist sie sich so unsicher, ob er nicht wirklich eine Freundin hat. Weil er halt nicht so krass auf Angriff geht, wie jetzt zum Beispiel Marcel. Naja, ich sag mal so, die hat die meisten Szenen anscheinend noch nicht gesehen. Dass erstens Antonia ihren Freund fast zum Platzen gebracht hat, dass der auf Tuchfühlung war in der Dusche, mal hier, mal da. Ich glaube, das weiß sie alles nicht. Deswegen wertet sie die Worte von Antonia so. Und ich glaube tatsächlich, dass das, wie ich vorhin gesagt habe, so eine Art Selbstschutz ist. Weil selbst wenn sie reinfällt, dass sie immer noch dieses kleine Hintertürchen hat, was ihr dann gar nichts bringen wird. Aber dass sie sagen kann, ja, ich wusste es ja irgendwie. Deswegen glaube ich, muss sie sich ganz genau überlegen, was mache ich jetzt, um noch drin zu bleiben, aber nicht zu viel, um meine Beziehung zu zerstören. Er muss sie natürlich dann doch nochmal küssen. That's the price you pay. Und er muss hier noch ein bisschen fummeln, ein bisschen grapschen, ein bisschen weiterhin sagen, ich habe immer noch keine Freundin. Und ja, ich frage mich halt wirklich, jetzt wo ich drüber nachdenke, was eben Lisa sagt, wenn sie die ganzen Bilder gesehen hat, das ist ja schon irgendwie heftig. Ich habe halt die letzten paar Tage auch ein bisschen Spekulation natürlich mitbekommen und natürlich hatten auch ein paar Jungs mich vielleicht einfach als den Typen im Visier gehabt, der hier noch einen Mann haben könnte. Und der tut jetzt so, als wäre das irgendwie was Schlimmes, aber die Frage, wer eben den Freund hat, die ist noch ungeklärt. Und wir hatten da schon eigentlich alle irgendwie auf dem Schirm und die meisten davon sind jetzt rausgewählt worden. Aber wir hatten teilweise gesagt, tatsächlich, Julian, die Geschichte mit dem Swingerclub war hier und da stellenweise ein bisschen komisch. Dann haben wir von Anfang an gesagt, Marcel hat sich da so ein bisschen rausgedribbelt und wenn das jetzt hier Werwolf wäre und er ist das mit dem Freund, dann hat das wirklich genial gemacht. Props an der Stelle. Und wen haben wir noch? Nico kann ich mir nicht vorstellen, bei Sander wissen wir es. Angelo kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Und wen haben wir da noch? Weiß ich gerade nicht. Ach, natürlich Dennis. Und bei Dennis kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Boah, Wer hat den Mann?
Denkst du, ich hab einen Mann oder was? Ey. Kann natürlich sein, aber sehr, sehr geil, dass das jetzt eben passiert ist, dass Chris raus ist. Denn ich glaube, bei Chris haben wir alle das irgendwie so vermutet. Warum auch immer. Und jetzt ist es halt wirklich eine Frage, die im Raum steht. Oder doch, Nico? Weil er sagt immer zu mir, ich habe keine Freundin. Er hat keine Freundin und das haben wir doch auch schon mal gesagt. Er hat geschworen auf seine Mutter, dass er keine Freundin hat. Und da hat der ein oder andere auch ein bisschen sich zusammengereimt. Okay, vielleicht hat er eben einen Freund, aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber vielleicht schon, vielleicht stehen die jeden Morgen zusammen in der Küche und machen Pancakes. Angelo kann es auf jeden Fall egal sein. Der denkt sich, okay, ich bin immer noch im Spiel, aber so richtig viel Körperkontakt hatte ich bisher noch nicht mit ihr. Es wird Zeit. Gesprächsthema ist gerade ein bisschen blöd, aber come on, free hugs. Darf ich den Namen? Natürlich, um Gottes Willen, klar. Klar. Und Xander. Letztens hat jemand geschrieben, warum ich nicht Xander aussprechen kann, wenn er Alexander heißt. Xander. Ich kann es irgendwie wirklich nicht aussprechen. ACDC. Der ACDC-Kollege, der guckt da auf jeden Fall rüber und der sieht, glaube ich, nicht mehr Antonia. Statt Antonia sieht der einfach nur noch einen fetten Haufen Cash. Ja, keine Ahnung, ich bin richtig durch den Wind. Und der mag das eben nicht, wenn ein fremder Mann diesen fetten Haufen Cash irgendwie berührt und antatscht. Also ja, der Junge sieht sich, glaube ich, schon im Ziel und wenn er es clever anstellt, keine groben Fehler macht und vor allem sie nicht abbricht, aber das Gefühl habe ich gerade gar nicht mehr, ja dann wird das echt eine interessante Geschichte. Wie viele Folgen gibt es eigentlich? Wenn das Folge 7 ist, gibt es bei Make Love Fake Love, und es ist gut, dass ich diese Frage stelle, nur 8 Folgen oder 10? Ist nächste Folge schon das Finale? Wäre krass. Wie sehe ich eigentlich aus? Du schaust immer gut aus. Ja. Warum glaubst du mir nicht, dass ich keine Freundin habe? Auch deine Wortwahl. Ich schwör's dir vorher, ich hatte in meinem Leben noch nie so ein Gefühl. Und mein Herz ist von da in deine Hose gerutscht. Nee, nicht in die Hose, unter den Boden. Ich dachte wirklich, du haust mich dann raus. Und ich dachte mir in dem Moment, Alter. Was ist mit meinem Geld? Das kannst du doch nicht machen. Und ich glaube ihm gerade, dass ihn das schon gestört hat. Und an einer Stelle wäre ich, glaube ich, auch geschockt. Der fühlt sich so siegessicher und dann macht die so Spielchen mit ihm, was natürlich sehr, sehr gut ist. Aber das hat ihn schon so ein bisschen genervt, weil er sich denkt so, hä? Ich stehe doch schon eigentlich mit einem Fuß im Ziel. Ich winke doch schon meinen Kollegen. Was ist denn mit der auf einmal los? Was muss ich denn noch machen? Wie oft soll ich denn noch sagen? Ich habe keine Freundin. Ich habe immer noch keine Freundin. Was gibt dir das Gefühl, dass ich vergeben bin? Also ich weiß nicht, weil immer wenn ich dich frage, antwortest du nur mit, ich habe keine Freundin. Ich habe auch keine Freundin. Aber meine Angst ist halt auch extrem, bei ihm verletzt zu werden. Und deswegen bin ich halt bei ihm so extrem misstrauisch. Ja, und sie muss da eine andere Taktik anwenden, immer nur zu fragen, ist, glaube ich, ein bisschen komisch. So wird sie es nie erfahren. Ich glaube, die muss da viel mehr in die Tiefe, dass er sich mal irgendwie verplappern kann. Denn es ist relativ einfach zu sagen, ich habe keine Freundin, wenn dich jemand fragt, hast du eine Freundin? Ich habe keine Freundin. Aber wenn du über deine Beziehung redest, wie das war mit irgendwelchen Daten, wann kennengelernt und wann das letzte Mal gemacht, ups, vielleicht sagt man ja, wir waren letztes Jahr noch zusammen auf dem Weekend-Konzert und haben Kim gesehen, wie sie hinten am Backstage geklopft hat. Und da war er dann mit seiner Freundin. Aber nein, sie musste ein bisschen mehr bringen, als zu sagen, ich glaube, deiner Freundin wird das nicht so gefallen. Ich habe immer noch keine Freundin. Ja, das ist es nicht. Komm her. Also wenn du vergeben bist, ne? Ich bin nicht vergeben. Ich schwöre es dir, ich hau dich kaputt. Wenn der vergeben ist, ne? Jemanden permanent ins Gesicht zu lügen, ist nicht schön. Ist nicht schön, kann man machen, klar. Ist aber nicht ganz geil, muss er jetzt hier auch an der Stelle sagen. Und da frage ich mich auch, hat er im Interview nicht mal so ein bisschen mehr gesagt, außer immer, ist nicht so cool. Klar, es gibt schlimmere Sachen, wie wenn du zum Beispiel an der Bushaltestelle länger auf den Bus warten musst. Das nervt schon. Im Vergleich dazu ist das mit dem Lügen schon irgendwie okay. Aber ja, mehr sagt er nicht. Also entweder gibt es keine anderen Sätze von ihm oder er sagt immer nur, ja, einfach ist nicht. Naja, auf jeden Fall, was ich auch immer sage, taktisch ist er schon sehr, sehr gut, weil er jetzt besser agiert als sie. Er gibt ihr immer ein bisschen was, was er gerne mit ihr machen würde, so dass es halt so klingt, dass er keine Freundin hat. Und sie steigt halt so ein bisschen darauf ein. Du willst also mit mir hier schlafen? Ja, mit Decke drüber. Sieht doch keiner dann was. Jetzt bin ich im Fernsehen. Ob ich da in 2 Tagen immer noch widerstehen kann, das weiß ich nicht. Ich hoff's. Und ich glaube auch nicht, ihr wisst, ich sitze im Spekulationsboot, ich glaube auch nicht, dass er das durchziehen würde. Aber er gibt ihr das Gefühl, dass er auf jeden Fall Bock hätte und sagt, ja, komm, einfach Decke drüber. Wir können es auch jetzt sofort machen, dies und das. Und sie sagt zwar, ich weiß nicht, ob ich der ganzen Sache da widerstehen kann, aber ich glaube, sie würde trotzdem nicht. Und deswegen geht seine Taktik komplett auf, weil er ihr das Gefühl gibt, dass er auf jeden Fall ready to rumble wäre. Und ja,
Spannend wäre es, wenn sie es drauf anlegen würde. Das wäre komplett crazy. Das müsste sie machen. Dann weiß ich nicht, was passiert, aber das müsste dann eben auch Lisa sehen. Zurück zu dem Thema, wer ist der Vergebene bzw. wer hat einen Freund? Ich kann mir schon vorstellen, wer von euch vergeben ist. Sag was. Nein, wir haben es immer bisher gesagt. Ich habe auch gerade gesagt, ich glaube, dass er Bi ist. Punkt. Ja. Glaubst du auch? Glaub ich auch. Aber es war klar, dass es auf mich zukommt. Aber damit musst du jetzt sportlich umgehen. Es tut mir leid, das zu sagen müssen, aber damit musst du wirklich jetzt sportlich umgehen. Wirklich, Julian, beruhig dich bitte. Das musst du wirklich sportlich sehen. Und die machen da so ein großes Thema draus. Und ja, Julian ist schon, glaube ich, so ein bisschen angefressen, weil wenn er der ist mit dem vergebenen Mann, dann hat er es gut gespielt. Dann war er nie so richtig im Fokus und jetzt kommt er nicht mehr raus. Und ich stelle mir immer noch vor, dass Marcel das ist. Dann hat er das Weltklasse gemacht, dass der Fokus jetzt allein auf Julian liegt. Ich schwöre euch auf das Leben meiner Familie. Alles, was ich habe. Hoch und heilig. Ich schwör's euch, dass ich 100%ig Single bin. Dass er Single ist. Er schwört das nochmal. Das ist das, was Jungs immer sozusagen als absolute Lösung irgendwie machen können. Ja, ich find's so schwierig, das einzuschätzen. So schwer. Ich schwör's auf alles, was ich habe. Wenn es doch so ist, dann kann ich auch sagen. Nee, ich will doch nicht schreien, aber. Du brauchst mich aber nicht mich einfach ab, so trotzdem. Meine Schwester ist lesbisch. Und ich liebe auch meine Schwester so, wie sie ist. Oh mein Gott, ist das schlecht formuliert. Marcel so. Ja, meine Schwester ist lesbisch, aber trotzdem, dennoch liebe ich sie einfach so, wie sie ist. Ja, schlecht formuliert, ich glaube, er meint es hier so ein bisschen anders, aber weiß ich nicht, ich glaube immer noch, Marcel ist es. Ich glaube dem halt einfach gar nichts. Bei Julian könnte es genauso gut sein und der Rest ist hier sehr, sehr schweigsam. Also das finde ich jetzt tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend und auf diese Auflösung, bin ich gespannt. Ich glaube am Ende, dass es doch Julian ist. Aber vielleicht habe ich mich jetzt beeinflussen lassen. Ja, für dich gerade wirklich. Du musst nicht laut werden. Ehrlich ich nicht. Keiner redet laut. Bro, der redet überhaupt nicht laut mit dir. Der hat dich noch nicht mal angeschrien. Und das sind immer die Besten, die dann dem noch nicht mehr in die Augen schauen können, sondern einfach in die Ferne starren und sagen, brauchst jetzt nicht laut sein. Bitte hör auf, mich anzuschauen. Wir gucken uns zwar gerade nicht in die Augen, aber ich merke doch, dass du mich anschaust. Ey, Schweigefuchs. Senk mal ein bisschen deine Stimme. Was ist los mit dem? Ja, oder? Ich bin ja, ganz klar, aber wir sind ja keine Menschen, die dich jetzt in irgendeine stecken werden. Ja. Und warum nicht? Weil er seine Schwester eben auch liebt. Der ist tolerant. Aber das ist ja so gesehen Mobbing. Und Mobbing kommt einfach nicht in Frage. Punkt. Denn ich habe gehört, durch die letzten Trash-Formate, die ich selbst als Zuschauer wahrgenommen habe, Mobbing ist nicht so cool. Leute mögen irgendwie kein Mobbing. Komisch, weiß gar nicht, was da los ist. Kein Problem. Wieso redet der denn jetzt überhaupt über Mobbing? Warum sollte man den denn jetzt mobben? Allein dieser Zusammenhang kommt mir überhaupt nicht. Einzige, was wirklich sinnvoll hier zu dieser ganzen Thematik beigetragen wird, kommt von Angelo. Wir müssen sich gekacken. Yep, bitte! Wie auch immer, auf jeden Fall ist dann Thunder fertig mit Antonia und umgekehrt. Und Antonia stößt zur Gruppe und die schaut in die Augen von Julian und die merkt, der ist völlig fertig. Komm mit. Ich bin einfach mega, weil alle direkt jetzt drauf losstürmen und meinen, dass ich jetzt der Schwule wäre und sonst irgendwas. Was? Ich bin hier gerade, was für die Mensch läuft. Ja, der ist gerade voll emotional, weil wir denken alle, dass er irgendwie Bi sein könnte oder so. Und das ist jetzt die Frage. Fühlt er sich jetzt angegriffen, weil er es halt nicht ist und der das nicht mag, dass Leute das von ihm denken könnten, was eigentlich völlig egal ist? Oder hat er vielleicht einen Freund und ist gerade so sauer, weil er merkt, dass ihn die Leute sozusagen in diese Position gedrängt haben und dass eben auch Antonia das glauben könnte? 50-50, oder? Ich dachte, ich habe ein viel dickeres Fell. Ich habe ein viel dickeres Fell, dachte ich. Hast du nicht, ne? Nein, scheinbar echt nicht. Wirklich? Und Sandra mag das gar nicht. Erst dieser Angelo packt seinen Geldsack an, dann auch noch dieser Julian. Und Julian macht das an der Stelle jetzt gar nicht so schlecht, weil er zeigt sich so ein bisschen verletzlich, was natürlich auch von Antonia gesehen wird. Und vielleicht kennt sie diese emotionale Seite noch nicht von ihm. Und das gefällt ihr, glaube ich. Auf zu weinen jetzt. Ich weine überhaupt gar nicht. Das hört doch auf, ich weine doch gar nicht. Unser Freund Marcel das Wiesel, der beobachtet auch die ganze Situation und kommt dann dazu. Aber bevor der überhaupt irgendwas sagen kann, übernimmt Antonia die Geschichte hier. Ich möchte, dass ihr zwei euch einfach in die Augen schauen könnt und dass ihr einfach mal chillt miteinander. Was ist denn? Nein, ich hab gar nichts. Er hat nichts Schlimmes gesagt, aber ihm tut es natürlich auch weh. Nein, ich hab nur gesagt, dass ich nicht will, dass es so losgeht. Ich hab auch gerade gesagt, Mobbing ist absolut nicht meine Art. Der kommt hier plötzlich wieder mit diesem Mobbing um die Ecke. Keiner spricht hier von Mobbing. Und warum sollte er, selbst wenn Julian der ist mit dem Mann, warum sollte er denn dann gemobbt werden? I don't get it. Ja. Komm,
Danke. Danke. Ich habe heute mal wieder meinen Love Key zu verteilen und ich habe mir gedacht, heute kriegt ihn eine ganz besondere Person. Was passiert jetzt? Was? Weiß ich nicht. Ist sie gerade hochgegangen, oder? Ja. Habe ich schon richtig gesehen. Wer ist denn oben? Julian. Und Sander so, hä? Sie gibt doch jetzt irgendwie den Love Key. Wieso geht sie denn dann hoch? Soll ich ihr jetzt hinterhergehen? Und dann ruft er so, Antonia, ich bin hier unten. Vielleicht hast du mich nicht gesehen, weil ich irgendwie mit dem Rücken zur Tür saß. Ich bin noch hier. Zur kleinen Aufmunterung möchte ich heute gerne dem Julian meinen Love Key geben. Jetzt komm. Ihr Männer, ey, ihr müsst auch noch Stunden gehen. Jetzt steht sie da. Wie unangenehm ist denn die ganze Situation? Julian sitzt da auf Toilette, der zählt immer noch die Fliesen, der hat sich selbst da so ein Spiel rausgemacht, der lässt sich Zeit, der genießt den Augenblick und Antonia wartet vor der Tür und möchte ihm einfach nur den Schlüssel geben. Hey. Hey, wie lange stehst du schon da? Hast du irgendwas gehört? Unangenehm! Geht's dir besser? Ja, auf jeden Fall. Geht's dir so noch besser? Wirklich ernsthaft? Ja. Wow, komm mal. Und wie süß ist denn bitte dieser Julian? Der lacht hier wirklich mal wie ein Primelpott. Das könnte im Duden stehen. Neben Lachen wie ein Primelpott. Dieses Gesicht hier gerade. Das sind aber keine Mitschnittsnummer, oder? Nein. Hey, Digga, hey. Hört ihr das? Sagen jetzt nicht Matze. Bruder, genau das habe ich auch gedacht. Bruder, genau das habe ich auch gedacht. Und Julian packt Antonia so hoch. Aber es bleibt bei den Schmatzern. Ist alles gut? Ja. Ich gehe schlafen. Ist alles gut? Ist bei dir alles gut? Und ich weiß nicht, ob Antonia in Leveln aufgestiegen ist, aber ihre neue Frage ist nicht, hast du eine Freundin, sondern alles gut? Und sie dreht sich irgendwie alle 3 Minuten in ihrem Beyoncé-Kostüm um und sagt, alles gut? Alles gut? Aber mir gefällt die neue Frage. Ja? Alles in Ordnung? Gute Nacht. Erdschlüssel. Digga, das ist... Boah. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Hat er einen Sef gekriegt? Und Marcel, das Wiesel ist schon auf dem Weg nach oben und das Beste ist jetzt... Also Julian und die Kloszenen heute, die machen mich auch ein bisschen fertig. Denn was er gerade macht, er weiß ja, dass er bei Antonia übernachtet. Denn was er jetzt macht, bevor Marcel die Tür aufmacht, er nimmt seinen... legt ihn auf das Waschbecken, um ihn noch ein bisschen sauber zu machen. Das macht mich heute fertig. Marcel kommt rein und Julian. Ja. Darf ich dich was fragen? Ja. Hast du Schlüssel? Ja, du hast, ne? Ich hätte es euch gleich auch noch gesagt. Hast du geküsst? Haben wir auch gehört. Und schneller als bei Stille Post ist Marcel wieder runter. Die bräuchten da keine Treppe, sondern so eine Feuerwehrstange für was auch immer im späteren Verlauf dieses ganzen Formats. Aber er ist auf jeden Fall wieder unten angekommen und verbreitet jetzt die frohe Botschaft hier. Er hat auch geküsst. Was hat er? Geküsst. Boah. Und Alexander erinnert das auf jeden Fall an sein hartes Studium. Junge, Junge. Junge, hier wirst du dich einmal in der sondern jeden Tag 10-mal. Sie muss testen. Okay. Sie muss schauen, Alter, wie viel Leidenschaft steckt der Mann rein und so. Und auch diese Wortwahl weiß ich nicht, ob so perfekt, aber ja, wie viel Leidenschaft steckt ein Mann hier rein? Letztendlich hatte sie eine sehr, sehr gute Trefferquote. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich bin ein bisschen überfordert, was das angeht gerade, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, wie das bei der ersten Staffel war, aber jetzt sitzen da aktuell noch 2 Vergebene auf der Couch. Das ist nicht mehr viel. Dann ist es beim nächsten Mal vorbei, oder? Was jetzt auf jeden Fall erstmal anfängt, die Nacht zwischen Antonia und Julian. Boah, freut mich echt mega, dass du mich ausgewählt hast. Wie haben die anderen reagiert? Ja, gut, ich glaube, die haben es eher schon ein bisschen von selber ein bisschen wahrgenommen. Warum? Ja, die Schmatzgeräusche sind zwar, glaube ich, ziemlich laut in dem Haus. Haben sie es gehört? Ja. Sind die direkt hoch zu dir? Ja, natürlich. Und Antonia, ich weiß nicht, wird sie hier langsam zur Puppenspielerin? Vielleicht hat sie gar nicht so das große Interesse an Julian, aber möchte mal gucken, wie die anderen im Haus agieren, denn die ersten Fragen sind gezielt nur darauf, wie haben die Leute reagiert. Ja? Traue ich das Antonia zu? Geht so. Ich finde es auf jeden Fall nicht schön, dass jetzt der Julian bei der Toni schläft. Ich hoffe einfach, dass nicht dasselbe passiert.
was ich mit der Toni gemacht habe. Und ich sag mal so, die Szenen sehen fast identisch aus, aber vielleicht ist der Blick von Antonia nicht so hingebungsvoll wie bei Sander. Hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal so einen krassen Pulsschlag habe bei einer Frau. Das ist schon echt lange her, muss ich sagen. Was? Was hat der gerade gesagt? Es ist sehr, sehr lange her, dass ich so einen Pulsschlag bei einer Frau hatte. Meint er generell bei einer Frau? Hat er nicht gesagt, irgendwie in einem Interview, er war vor einer Woche noch im Swing? Okay, vielleicht hat er da gar keinen Pulsschlag mehr gehabt. Ich weiß es nicht, aber das klang sehr komisch. Weiß ich nicht, wie man das jetzt unbedingt deuten soll. Bei Xander denkt sie ja auch schon nicht mehr, dass er vergeben ist. Da wird sie ihr blaues Wunder erleben, ja, wenn sie sich für ihn entscheidet. So sorry, girl. Die empathische Lisa ist hier back in the game. Sorry, girl, dann haben wir dich schön hops genommen. Und sie sollte den Tag nicht vor dem Abend loben, denn es könnte tatsächlich noch sein, dass Xander wirklich den Max 2.0 macht. Oder vielleicht ist es von denen auch so ausgedacht, dass es nur so aussehen soll, dass er den Max 2.0 macht. Und am Ende gehen die da happy zusammen raus und haben trotzdem die Krone der Sendezeit in diesem Format bekommen. Könnte auch sein. Hoffentlich täusche ich mich nicht in ihn. Das würde mich so krass enttäuschen, verletzen, alles, dass er so ein Mensch ist, weil der wollte er selbst nie sein. Stellt euch vor, ich habe jetzt einen langen Gandalf-Bart, aber das könnte tatsächlich auch sein, dass es so ist, weil es würde ja Sinn machen, wenn die sich jetzt einen Abend, also Sander und sie, zusammengesetzt haben, wie kriegt man Sendezeit bei Make Love Fake Love? Auf der einen Seite kann sie die ganze Zeit rumwundern, ob er was macht, ob er das ernst meint, sie möchte nicht veräppelt werden und auf der anderen Seite geht halt eben Sander aufs Ganze. Das ist gar nicht blöd. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist immer noch Trash TV und dann passiert etwas, das ist auch sehr skurril. Da sind plötzlich andere Leute bei den Vergebenen. Au! Hi. Hi. Lisa, hi. Die Kim, hallo. Dominik. Ich bin die Kim, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin in der Beziehung jetzt circa seit einem Jahr. Und bedeutet das, sie ist eine Freundin von irgendeinem, der da drin ist? Oder kommen da jetzt neue Männer rein? Ich bin komplett verwirrt, aber ich liebe es. Tatsächlich sehe ich so andere Leute gar nicht als Konkurrenz. Ja, er hat ja mich. Und dann wirft sie ihr Haar zurück und ja, sie sieht gar keine Konkurrenz, also sie wird cooles Eis sein, egal was ihr Freund, wer auch immer das ist, da drüben dann veranstaltet, okay? Seit wann seid ihr denn hier? Seit Anfang. Es ist schon einiges passiert, es gab schon Nächte, Küsse, Tränen, volles auch Programm. Auch mit Vergebenen. Ja klar, mit Vergebenen. Oh ja, Gott. Die ganze Palette wurde hier abgedeckt und yep, die bekannte Frage im Haus der Vergebenen: Wie weit darf er denn gehen? Was darf er denn alles machen? Habt ihr da verschiedene Positionen irgendwie ausgeklammert oder wie sieht das aus? Was sind eure Grenzen? Eigentlich alles außer also unter der Bettdecke bitte nicht so, also das, was da das letztes Jahr gab, das fände ich jetzt irgendwie nicht so nice. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Grenzen zu hoch angesetzt sind. Und vielleicht gibt sie bald einen Workshop im nächsten Jahr für Staffel Nummer 3, denn sie hat die Grenzen ebenfalls so hoch angesetzt und ja, hat dann gemerkt, schmeckt ihr gar nicht. Und wie gesagt, wenn sie wirklich sehen würde, was da drüben abgegangen ist, ich glaube nicht, dass sie es so leicht wegstecken würde, wie sie es gerade macht. Ja, dann zeigen wir ihnen doch mal, mit wem ihre Männer es ab jetzt zu tun haben. Kennst du sie? Und wie ist für dich, dass sie so ist? Das ist heftig. Will mich komplett veräppeln? Das heißt, sie sieht ein Bild von Antonia und fängt an zu weinen. 5 Minuten vorher, also ich habe überhaupt keine Konkurrenz, also ganz ehrlich, dann sieht sie noch nicht mal ihren Freund in Interaktion mit dieser Antonia und fängt an zu heulen, weil die Konkurrenz zu groß ist oder was? Mein Partner steht auf Blondinen eher, noch eine, die ich einfach vom Sehen her kenne, ich kenne ihr Instagram. Und kennt sie die jetzt vom Sehen oder von Instagram? Da ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ihr Partner steht anscheinend auf Blondinen. Deswegen hat sie angefangen, sich Strähnen zu machen. Eieiei, oh mein Gott. Es wird auf jeden Fall spannend. Und ob der schon drin ist oder noch kommt. Nicht so, wie ihr jetzt denkt. Apropos, noch drin oder kommt. Wie sieht's bei Julian aus? Ja. Mit Julian bin ich mir quasi das erste Mal jetzt in dieser Nacht näher gekommen. Und jetzt sehe ich Julian halt auch nochmal so mit ganz anderen Augen. Ne? Der ist für mich auch absolut Single. Julian hat ja auch wirklich noch mehr Bock, weiter rumzumachen, weiterzugehen. Ich habe es ja gemerkt. Und sie führt das jetzt nicht weiter aus, aber seine Hände waren scheinbar auch überall. Ja, das merkt man, wenn der Mann Bock hat. Und Julian wäre all in gegangen.
Wahrscheinlich. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dir. Ich auch. Ich finde, es hat uns auch sehr weitergebracht. Findest du, ja? Ja, das war jetzt auch wirklich notwendig. Ich habe hier auf jeden Fall gut neben dir geschlafen. Die Nacht ist vorbei, aber für die Vergebenen fängt sie erst an, denn Jürgen hat gerade das Videotape frisch reingeschoben. Oh, wer ist Julia? Ah, Julia. Kann jemand das Licht ausmachen? Macht niemand. Es fühlt sich strange an. Zu privat so. Ich will das nicht sehen. Genau. Das ist echt sehr privat. Aber ich finde sie wirkt passiv. Also ich, wenn ich jemanden kennenlerne und voll Bock auf den habe, dann bin ich anders. Xander ist hier anders aufgewacht. Ja. So im Arm und so. Und ja, vielleicht ist Julian ja wirklich vergeben und hat im Vergleich zu Xander noch ein bisschen Respekt vor seinem Partner, seiner Partnerin. Aber interessant ist, wie die Leute jetzt da im Raum reagiert haben. Und es hat jetzt nicht so gewirkt, dass irgendjemand der Freund bzw. die Freundin von Julian ist. Auch Dominik. Dominik hat jetzt nicht so agiert, dass er irgendwie irgendeinen Zusammenhang mit Julian hat, oder? Dann ist er wirklich Single und hat sich nur so darüber aufgeregt, dass Leute jetzt denken, dass er eventuell der mit Partner ist. Die Nacht mit Xander, glaube ich, hat dir besser gefallen. Den schmachtet sie auch viel mehr an als Julian. Guten Morgen. Warte. Hallo. Hallo. Was? Du hast mich gestern auseinandergenommen. Ah, das will ich doch. Und das Kichern immer dann von Antonia ist auch eine Sache, da muss man sich erst dran gewöhnen. Und Marcel versucht es hier jetzt so ein bisschen auf die aggressive Art und Weise, um zu zeigen, dass ihn das schon sehr gestört hat, was da irgendwie passiert ist. Aber es scheint ihr ein bisschen zu gefallen. Also, was ist denn los mit dir? Mhm. Ich möchte halt alle irgendwo ein bisschen testen und kennenlernen. Und Zeit zu zweit kann ich halt wirklich auch nur mit den Jungs entweder auf einem Einzeldate genießen oder halt bei mir im Ladies Loft. Ach, Marci. Warst du eifersüchtig? Mhm. Guck mal, ich habe mich heute farblich zu deinen Augen abgestimmt. Ich gebe mir lieber heute Abend das andere Geschenk. Und ich weiß, wir alle denken, er meint den Love Key, aber er denkt sich, nee, nee. Die Massagepistole. Er braucht da ein bisschen Zeit zu zweit mit dem Ding. Vielleicht. Meinst du, du könntest dich hier am Ende mich verlieben? Ich könnte schon Gefühle aufbauen, ja. Safe. Was du denkst, was sich entwickeln könnte. Ich meine, ich will ja am Ende jemanden wählen, der sich auch mit mir sicher ist. Nicht nur, dass ich mir sicher bin. Also zu Marcel denke ich auch, dass ich Gefühle aufbauen kann. Vielleicht sind da auch schon die ersten Gefühle im Spiel. Und ich muss an der Stelle sagen, ich habe dir so gar nicht gesehen. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Sympathieding. Aber ist da irgendwas? Die fand den doch am Anfang voll nervig, hat ihm das auch immer gesagt. Und ja, okay, dann hat er sich so ein bisschen benommen, aber trotzdem fand die den doch ultra nervig. Guten Morgen. Gut geschlafen. Mhm. Und ihr? Naja. Wen? Ja. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiui, ja, auf jeden Fall, Xander spielt hier gerade den Beleidigten, aber egal, jetzt geht's erstmal darum, es scheint zu regnen und kalt zu sein, jetzt geht es um die richtige Klamottenwahl und warum ich das sage, es ist noch wichtig. Draußen ist ja nicht so warm, oder? Alles gut. Mhm. Ja, die Toni hat mich geküsst. Anscheinend hat der Toni das bei Julian nicht gereicht. Hat dir vielleicht auch zu wenig Aufmerksamkeit gegeben oder die haben nicht diese Verbundenheit. Und ja, der denkt halt wirklich, er wäre schon im Ziel. Und das ist so eine Sache, das nervt mich auch wieder so ein bisschen. Deswegen finde ich es gut, wenn Antonia hier und da so ein bisschen spielt. Aber gerade allein, wie sie ihn geküsst hat, der ist schon was und der wird das hier rocken. Wenn Lisa nicht abbricht, dann wird der das rocken. Also ich habe einen schwarzen Hoodie, ich habe einen blauen Hoodie und ich habe die Jacke. Das ist dein Lieblingshoodie? Der da. Dann will ich den. Ich habe noch ewig lang hier mit den anderen geredet. Das war der erste Abend, wo ich nicht früher schlafen gegangen bin. Ehrlich? Ja. Warum? Weil ich nicht schlafen konnte. Wegen mir? Ja, wegen wem sonst? Oh, und allein die Blicke von ihr, die ist schon so halb in love. Da kann auch ein Julian dazwischen kommen. Das bringt hier gar nichts. Also gestern Abend war ich, glaube ich, definitiv eifersüchtig. Ach, Hase. Ich lass dich jetzt einfach jede Nacht bei mir schlafen. Wir brechen das hier ab. Und das machen wir. Ja, genau. Die Frage ist auch, was deine Freundin macht, wenn sie uns rummachen sieht. Ich habe keine Freundin, deswegen. Oh, ich finde den echt gut, ey. Er ist so heiß. Genau diese Bilder, wie die beiden hier gerade auf dem Bett liegen, das wird drüber gespiegelt in die Villa der Vergebenen. Und ja, Lisa macht eine Entdeckung. Das ist mein Pulli. Ja. Er hat gesagt, wenn er den anzieht, dann denkt er an mich. Unsere Abmachung war einfach, wenn er den Pulli anhat von mir, dann ist es sein Zeichen, dass er einfach an mich denkt und dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Und ich weiß nicht, ob der jetzt so deshalb gewählt wurde. Klar, er hat dann gesagt, das ist sein Lieblingspulli, wie auch immer. Aber es wirkte eher so, dass der schwarze Kapuzenpulli am besten zur Hose passt und nicht der blaue und nicht die Jacke. Weiß ich nicht. Könnte sein, könnte nicht sein. Voll schwierig.
Er spielt es gut. Ich meine, er hat meinen Pulli an, ne? Das war unser Zeichen. Wenn er den anzieht, voll schlau, aber. Ja, dieses Zeichen mit dem Pulli. Er konnte keinen anderen anziehen. Es war kalt, es hat geregnet. Hätte er jetzt nicht diesen Pulli angehabt, ich wäre wieder gestorben. Wir haben uns für das Spiel entschieden und wir sind zusammen hier reingegangen und wir werden zusammen hier rausgehen. Und damit endet diese Folge. Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch an der Stelle nur das Beste. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich sage tschüss.